Ich habe auch gelesen, 37, 38 war für Hitler, ihr Vater, fast gefährlicher als Bonhoeffer. Ihr Vater wurde ja zum persönlichen Gefangenen von Hitler, trotz seiner Freisprechung. Was können Sie dazu sagen? Glauben Sie, das stimmt, was ich jetzt gerade gesagt habe, dass Ihr Vater vielleicht durch seine Radikalität, vielleicht, wenn ich das mal jetzt überspitzt sagen darf, vielleicht gefährlicher wurde als Bonhoeffer? Kann man das so sagen? Ja, das ist meines Erachtens absolut richtig. Für Hitler war mein Vater schon deswegen der gefährlichere Mann, wegen seines hohen Bekanntheitsgrades. Von Bonhoeffer wussten nur einige Eingeweihte damals in der Anfangszeit des Kirchenkampfes. Aber Bonhoeffer war schon dabei, als bei der sogenannten Braunen Synode in Weimar, das war also die erste von den deutschen Christen beherrschte Synode, wo auf der Reichsbischof in aller Form eingesetzt wurde. Da kamen die meisten Synodalen kamen in braunen Uniformen, muss man sich mal vorstellen. Das waren mehrere hundert Leute, alles Kirchenmänner, kamen in braunen Uniformen. Sie hatten ihren schönen Lutherröcke, einen Hakengang und waren dazu, natürlich auf Befehl, in braunen Uniformen gekommen. Bonhoeffer und mein Vater waren in grauen Straßenanzügen gekommen. Und sie haben auch keine Talare angezogen. Das haben sie auch nicht gemacht. Sie haben einfach als Zivilisten da eingegriffen. Und sie konnten auch ihr Statement nicht abgeben, das natürlich ein Protest war gegen die gewaltsame Übernahme der evangelischen Kirche durch die deutschen Christen, sondern Bonhoeffer, Hildebrand und Vater haben mit gemeinsamen Kräften und vielen Helfszwecken bewährt, Exemplare ihres Proteststatements an die Zäune und Türen in der Umgebung der Wittenberger Schlosskirche, wo das gewesen ist, immerhin ein geschichtsträchtiger Ort, haben sie es angemacht. Sie sind danach wieder zurück in den Konferenzsaal und sind also trotz dieser demütigenden Niederlage frohen Herzens wieder nach Berlin zurück. Also es muss schon sehr merkwürdig gewesen sein. Aber Bonhoeffer war zweifellos für Hitler überhaupt kein Bezugspunkt, weil er ihn wahrscheinlich nicht kannte. Aber beide, sowohl Bonhoeffer wie auch Hildebrand, ich habe beide persönlich gekannt, Bonhoeffer wenig, Hildebrand sehr von in der Nähe, haben einen beträchtlichen Einfluss auf den Vater gehabt, im Hinblick auf politischen Liberalismus einerseits und dogmatische Strenge in theologischer Hinsicht. Wobei Hildebrand wahrscheinlich sogar der strengere Dogmatiker war, während Bonhoeffer ja doch immer noch einen gewissen Zug zur Liberalität hatte, nicht? Also, was auch sympathisch ist, irgendwie natürlich.